Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. So, wir gehen jetzt gemeinsam einen Vulkan erkunden. Dieses Mal wirklich, denn ihr wisst ja, wir haben den Vulkan bzw. am Vulkan schon aufgeräumt und jetzt können wir noch einmal für 10 Energie alles erkunden und ein paar nette Gegenstände einsammeln, die ich gerne haben möchte. Übrigens wurde mittlerweile hier etwas angekündigt und zwar, ich gehe da mal ganz kurz rein, das ist super klasse, heute Tag der Aufnahme ist der 20.06. und ja, schaut euch das mal an, es gibt, ab hier fing das an, eine komplette Meldung, auf die ich mich riesig freue. All das oder das meiste davon wird zum Wochenende. Ich glaube, das wird sogar alles zum Wochenende hin. Also wenn ihr diese Folge seht, dürfte das, glaube ich, ein Donnerstag sein oder so. Entschuldigung. Und wenn ihr das dann seht, also ist das noch nicht raus. Aber ich will es gerne mit euch mal ganz kurz durchgehen, bevor wir erkunden, weil erkunden dauert sowieso nicht allzu lang. Und dann wisst ihr schon mal ungefähr meine Meinung dazu. Zum einen, wir fangen doch mal ganz unten an, denn von unten wird es am spannendsten nach oben hin. Ist das genau der Event, auf den ich gewartet habe? Erkunde die Kammer der Kristalle. Ich habe das immer ignoriert, ich habe das nie gemacht. Aber dadurch, dass ich jetzt das komplette Purpurerz gefarmt habe, ich habe alles gekauft, was ich haben wollte fürs Purpurerz. Alles, was ich jetzt zum Wochenende hin farme in Sachen Purpurerz, sind reiner Bonus, mit denen ich eben 6 Beschwörungsdinger kaufe. Ich zeige es euch gleich nochmal. Entschuldigung. Jedenfalls ist es so, diese Kristalle hier sind ja zum Verbessern der Essbar. Und ich möchte unbedingt endlich Diablos verbessern und ich möchte unbedingt Karfunkel verbessern. Das sind die 2 Esper, die bei mir ganz oben stehen momentan zum aktuellen Zeitpunkt. Diablos natürlich für Ace und Karfunkel natürlich für unseren Heiler. Aber höchste Priorität hat für mich Diablos, weil Diablos ein paar sehr nützliche Dinge lernt, die Ace bitte kriegen soll. Und der Rest ist dann eben später, wenn ich noch was übrig habe, für Karfunkel. Aber stellt euch schon mal darauf ein, dass sie innerhalb der nächsten Episoden, die nach diesem Update kommen werden, dass wir dann Diablos auf 2 Sterne bringen. So, so viel dazu. Das nächste, neue Dungeon-Stufen freigeschaltet. Yep. Für Diablos oder für die Esper gilt das leider nicht für die Kammer der Kristalle, weil es gibt keine besseren Kristalle. Aber ihr habt ja schon gemerkt, es gibt bessere Kaktoriusse und es gibt bessere Gill-Schildkröten oder Gill-Kröten. Und dementsprechend gibt es einen neuen Schwierigkeitsgrad, bei dem man die Teile und die Teile bekommen kann. Eine Stufe höher, das finde ich so geil, weil ich habe Kaktoren, ich habe mich immer darauf gefreut, Kaktoren zu farmen, aber es kamen mal die kleinen dabei raus. Die kleineren als die großen halt, ne, wisst ihr? Und die kleineren als die großen, die habe ich sowieso immer nur verkauft. Ich habe immer nur die großen gebraucht. Und wenn der nächste Schwierigkeitsgrad raus ist, kriegt man halt nur die großen. Wahrscheinlich, davon gehe ich mal aus. Und als Special halt eben die Dreier. Und Dreier sind toll. Dasselbe gilt für die Doppelschildkröten hier, die sich gegenseitig besteigen. Ist auch immer sehr schön. Die sind auch viel besser als die normalen großen. Ne, wisst ihr? Auch der verwunschene Irrgarten hat anscheinend zukünftig bessere Gegenstände und erhöhte Chancen, bessere Gegenstände zu bekommen. Das freut mich riesig. Endlich sind diese 3 Dungeons mal angepasst an höherrangige Spieler, zu denen ich ja mittlerweile mit Level 66 auch schon zähle. Ich meine, man kann uns hier in diesem Let's Play schon nicht mehr als blutige Anfänger bezeichnen, auch schon nicht mehr als Fortgeschrittene. Wir sind vielleicht noch nicht Elite, aber man kann schon sagen Pro. Wobei wir schon den ein oder anderen Elite-Dungeon geschafft haben, worauf wir richtig stolz sein können. So, neue Dungeon-Stufe haben wir gemacht. Countdown zum Jubiläum. Energie zum halben Preis. Vom 23.06. bis zum 29.06. haben Geschichtsmissionen nur den halben Preis. Ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Höchstwahrscheinlich werde ich offscreen ein paar Geschichtsmissionen vorproduzieren, die ich dann nach und nach raushauen werde. Wie genau ich das mache, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich werde ich die Geschichtsmissionen schon mal im Voraus aufnehmen,
aber nicht nur Geschichtsmissionen hintereinander releasen. Ich nehme die wahrscheinlich auf, speichere die erstmal, so, gebe denen aber noch keine Nummer. Und dann release ich abwechselnd Geschichtsmissionen und Events oder sowas in der Richtung, ne? Abwechselnd. Aber die sind schon mal vorproduziert. Das heißt, wenn ihr dann so ähnlich wie jetzt mit der Versammlung, das kann sein, dass ihr dann mal quasi einen Spielstand seht, wo ich ein bisschen schwächer bin und dann mal wieder in einer Folge einen Spielstand seht, wo ich besser bin. Das spielt ja im Prinzip keine Rolle für die Storyline. Bei der Storyline geht es für euch ja nur darum, dass ihr die Geschichte seht. Ich will aber nicht jetzt zum Beispiel 2 Wochen lang am Stück nur Geschichtsmissionen bringen. Ich werde aber wahrscheinlich 2 Wochen vorproduzieren. Und dann aber jeden zweiten oder jeden dritten Tag eine Geschichtsmission releasen, so wie ich es bis jetzt immer gemacht habe. Der einzige Unterschied ist nur, dass ich die dann quasi vorproduziert habe und wenn ich dann quasi zwischendurch eine aktuelle Folge hochlade und ihr seht danach eine Geschichtsmission, dann kann es sein, dass diese Geschichtsmission wahrscheinlich älter ist als die aktuelle Folge, obwohl die Geschichtsmission später rauskam. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich für euch. Im Prinzip so wie jetzt. Diese Folge ist ja aktuell, aber die Folge, die ihr danach seht, die Folgen, die danach kommen mit der Versammlung, die sind eben ein bisschen älter. Ja, das ist, obwohl die eine höhere Nummer haben, sind die älter. Das mache ich nur vielleicht. Es würde sich anbieten, weil Geschichtsmissionen bloß die halbe Energie kosten. Wenn ich jetzt, wann denn dann? Wann macht es mehr Sinn, in der Geschichte voranzukommen? Und das wäre ziemlich cool. Würde ich gerne machen. Wahrscheinlich werde ich es machen. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, ob ich es so mache oder nicht. Falls ich es so mache, wisst ihr ja dann Bescheid. Ich sage es wahrscheinlich entweder in der Episode nochmal genau. Oder ihr seht es dann anhand dessen, dass meine Charaktere unterschiedlich stark sind. So, Countdown zum Jubiläum, kostenlose Visionsscherben, ganz genau, wir kriegen jeden Tag vom 23.06. bis zum 29.06. beim Anmelden 5 kostenlose Scherben. Ich weiß gar nicht, ob das hier steht, das kriegen wir später, glaube ich, nochmal angezeigt. Es sind auf jeden Fall 5 Stück und bei jedem Tag zum Anmelden, das ist toll, weil wir nämlich sonst nicht die Scherben voll bekommen für die kostenlose 5-Sterne-Einheit. Prüfung des Schöpfers. Darauf haben wir alle gewartet. Darauf haben wir uns alle gefreut. Es ist endlich soweit. Stolze Kreaturen, was ist aus euren Seelen geworden? Noch einmal, Maxwell, die Göttin der Schöpfung aus Brave Frontier, ist für begrenzte Zeit da. Ganz genau, Freunde. Wenn wir es schon nicht schaffen, eine Tillith zu bekommen. Es gibt einige. Es gibt einen englischen Kanal von jemand, den ich mir gerne anschaue, der ist Howl, also H-O-W-L. Googelt das einfach mal. Ich werde seinen Kanal einfach mal unten in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich dran denke. Falls nicht, schreibt mich kurz in die Kommentare drauf an. Wenn es euch interessiert, dann mache ich das noch. Howl ist ein amerikanischer Videomacher, ein amerikanischer YouTuber zu Brave Exvius. Ich schaue mir den sehr gerne an und er ist ziemlich weit. Er hat auch ziemlich viele Einheiten. Er hat ziemlich viel Interessantes zu sagen zu Einheiten und doch nicht mal er besitzt eine Tillith. Also, was ich damit sagen will, ist, dass selbst Leute, die das Spiel wesentlich länger spielen als wir alle zusammen und die wesentlich weiter sind als wir alle zusammen, trotzdem auch keine Tillith besitzen und dass es immer noch nicht schlimm ist, wenn man keine Tillith besitzt. Aber es wäre ein großes Verbrechen, sich Maxwell durch die Lappen gehen zu lassen, denn Maxwell ist ziemlich leicht zu bekommen. Man kriegt, wenn man Maxwell im normalen Schwierigkeitsgrad schafft, einen 4% Treue-Mogri, also ein 4-Sterne-Treue-Mogri, 5%. Außerdem kriegt man 10.000 Purpurerz, wenn man Maxwell mit einem Limitrausch besiegt. Wenn man das ohne Kampf für Verbündete schafft, kriegt man eine Materia, die 15% Dark-Resistenz erhöht, Dunkel-Resistenz. Und außerdem kriegt man, wenn man Diabolus beschwört, ja, ihr müsst einfach nur Diabolus beschwören, ein 5-Sterne Maxwell geschenkt. Das ist super klasse, zumal Maxwell auch eine verdammt gute wahre Treue-Belohnung hat. Die wahre Treue-Belohnung von Maxwell ist 30% Angriff und 30% Magieangriff. Einfach so. Ihr rüstet es aus, eine wahre Treue als Materia. Ihr rüstet diese Materia aus, also diese Spezialausrüstung. Kein Accessoire, sondern ne, eine Materia. Ihr rüstet die aus und habt, also Fertigkeit heißt es, glaube ich, ne? Und habt 30% Angriff, 30% Magieangriff plus. Super, super geil. Gerade für Hybrid-Einheiten ist das super. Selbst Einheiten, die kein Hybrid sind, die mit Magie nichts anfangen können. Selbst die können immer was mit 30% Angriffskraft anfangen oder andersrum, falls ihr nichts Besseres habt. Also sehr, sehr, sehr gut, Maxwell. Als Angriffseinheit, ja, so lala, aber erstens gibt Maxwell euch 100% für den Event. Das bedeutet, wenn ihr Maxwell dieses Wochenende holt, habt ihr noch eine Woche Zeit, den Event zu farmen und kriegt dann auch noch 100% mehr Purpurerz. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf so vielen Ebenen.
Und was neu hinzugefügt wurde, für alle die, die damals Lassville schon besiegt haben und sich langweilen, Maxville meine ich, es gibt einen neuen Schwierigkeitsgrad und zwar Elite, auch den möchte ich gerne schaffen. 500 Lapis für den Abschluss, 15.000 Purpurerz für den Abschluss, ein Maxi-Rauschgefäß, wenn man Maxville bei einer S-Bar besiegt. Ich würde es gerne schaffen, weil ich nämlich gerne den Limit von Ace ein wenig hochpushen will. Könnt ihr euch bestimmt schon denken, ich bin sehr Ace-fixiert momentan. Wenn ihr das schafft ohne kampffähige Verbündete, was möglich ist, ich gehe dann darauf ein, wenn ich Maxwell mache. Ich werde auf jeden Fall, sobald ich kann, gegen Maxwell kämpfen und sobald ich kann, die Folge hochladen. Ganz, ganz, ganz schnell, damit wir alle noch davon profitieren, damit ihr noch was davon habt. 10% wahre Treue, Mowgli. Und wenn man es mit nur 5 Leuten schafft, eine Beschwörungskarte. So. Mehr gibt's hiervon auch nicht. Also, die Einheiten, vor allem Tillis, kann ich wahrscheinlich erstmal vergessen. Prüfung des Schöpfers haben wir gemacht. Besondere Beschwörungen. Yep, es kommen besondere Beschwörungen hinzu. Und wir haben, Achtung, Strandfina, Dunkel, Seewindfina und Sommerlitz. Ist das nicht cool? Im Strandoutfit. kostenloser, was haben wir denn hier? Wenn man hier beschwört, kriegt man auch noch einen kostenlosen 1%, 3% mit zufälliger Treue oder 4, also 1 Stern, 3 Stern oder 4 Sterne Treue-Mogel bei jeder Beschwörung. Das ist ja geil. Also es lohnt sich auf jeden Fall zu beschwören oder es zu versuchen, weil man hier nochmal Treue-Mogels mit hinzubekommt. Ich glaube, da ist bloß eine Chance, dass die kommen. Ich weiß nicht, ob die immer kommen. Oder ist es kostenloser? Ach, das sind meistens wahrscheinlich 1 Sterne treue Mowgris, aber mit Chance auf 3 Sterne oder 4 Sterne. Ist eigentlich schon ziemlich cool. Ob ich hier pullen werde, weiß ich nicht. Ich werde zu den Einheiten was sagen, wenn der Banner raus ist. Das mache ich jetzt nicht. Das dauert sonst zu lange. Außerdem merkt ihr, irgendwie hängt das hier gerade bei mir so ein bisschen. Deswegen lasse ich es einfach mal. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich werde mich noch einmal genauer schlau machen, wie die Einheiten sind, was diese Einheiten so drauf haben, wenn der Banner raus ist. Und dann werde ich nochmal genau was zu den Einheiten sagen. Ja, also erst, wenn der Banner raus ist. Ich wollte es nur mal angemerkt haben, finde ich ziemlich lustig. Und zuletzt haben wir nochmal eine kurze Zusammenfassung hier für den Jubiläums-Countdown für uns. Und zwar erstes Jubiläums-Countdown. Basis-Inventar-Slots werden erhöht. Finde ich saugeil. Ich hoffe, wir haben alle was davon in Zukunft, weil man braucht wirklich viele Items und muss viele Slots kaufen. Und so werden die Basis-Slots erhöht. Ich hoffe, das wird dann draufgerechnet auf die Slots, die wir gekauft haben. Das wäre richtig geil, weil ihr seht, wir haben auch schon mehr Energie. Gumi passt alles an. Das finde ich super, super fair. Außerdem Energie in der Story zum halben Preis und hier steht's, täglich 5 kostenlose Visionsscherben, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 7, das sind 30 Stück, ich glaube, das stand vorne irgendwo, also 30 Scherben, ne? 7 mal 5 macht 30, die man hier kriegt, super cool, wir gehen jetzt gemeinsam in die Welt und werden ein wenig erkunden, ich freue mich riesig drauf, wir gehen auf Soldat und in Soldat gehen wir dorthin zum brodelnden Vulkan für 10 Energie und erkunden den gleich mal. Schließe Auftrag ab, nur höchstens 4 Leute und keine Kampfwegverbündete, gar kein Problem. Also wir machen das mit 4 Leuten, das kriegen wir locker hin. Kann ich irgendwen mitnehmen? Ich weiß noch nicht so genau, ob ich hier irgendjemanden mitnehme von uns. Darf ich ja nicht, ne? Ich darf ja keinen Verbündeten mitnehmen. Ich mache das mit unseren Leuten. Ohne Begleiter und wir lassen einfach mal... Komm, wir lassen Wolke Dunkelheit zurück. So, entfernen. Ich habe übrigens die ganzen Einheiten schon ordentlich ausgerüstet hier, ne, mit dem ganzen Zeug. Also ja, mittlerweile sehr viele Lebenspunkte. Bei Ace hat sich nichts geändert, aber alle anderen haben super Ausrüstung. Dementsprechend schaffen wir das hier problemlos. Ach Mist, habe ich das weggeklickt? Oh Mann. Also keine Verbündeten, so ohne Begleiter. Nur wir 4, 1, 2, 3, 4 und aufbrechen. Hier wären wir also. Der brodelnde Vulkan. Oh mein Gott, das ist so langsam hier. Oh shit. Ich glaube, das hängt ein bisschen damit zusammen. Da ist eine Quest. Wer seid ihr? Ich bin ein Soldat des Imperiums, nur damit ihr es wisst. Ich bin auf einer äußerst wichtigen Mission. Wie ihr gehört zu den Rebellen. Ha,
Ich eigentlich auch. Das hier ist nur eine Verkleidung. Ziemlich gut, oder? Ich bin auf der Suche nach Rohstoff. Aha. Aber, das hier heißt auch nur Soldat? Aber ich bin nicht besonders weit gekommen. Ich habe Angst vor den Monstern. Und ich koche hier förmlich in meiner Rüstung. Wie ihr es, mir ist vor Hitze schon ganz schwummerig. Ja, ich muss sagen, Tag der Aufnahme heute ist ein Dienstag, 20.06. Da ist ein unheimlich heißer Tag mit weit über 35 Grad oder weit über 30 Grad, also 35 Grad oder so. Ich gehe auch kaputt. Ich weiß, wie der sich fühlt. Es gibt da drin die Steine, Flammensplitter, bla bla, hervorragende Brennstoff. Okay, gut. Drei Stück für mich. Okay, na gut. Also drei von diesen Flammensplittern finden. Vielleicht schaffe ich es ja. Oh Gott. Das wird eine schwierige Aufgabe. Nein, da ist der, da geht's weiter. Da will ich noch nicht hin. Ich will erstmal den Umweg laufen. Das wird eine sehr schwierige Aufgabe. Mann, ich habe BlueStacks geupdatet von BlueStacks 2 auf BlueStacks 3. Jetzt ist die Frage, liegt es, dass es so hängt? An BlueStacks 2 oder 3 oder so, weil normalerweise hat das nicht so gehangen, ne? Es kann natürlich auch daran liegen, dass BlueStacks generell damit überfordert ist. Komm schon! Also rennen wir halt in Zeitloop hier durch. Ich hoffe, es stört euch nicht weiter. Wir kommen ja voran irgendwie, ne? Es geht halt ein bisschen langsamer, als wenn ihr es wahrscheinlich auf dem Handy spielt, denke ich mal. Aber ganz so lang ist der Dungeon nicht. Ich muss es mal testen in einem anderen Dungeon, wenn ich kann, ob das generell jetzt so ist, dass diese Erkundungsmissionen so widerlich sind oder ob das wirklich nur jetzt an diesem Level liegt. Kann natürlich sein, dass BlueStacks da einfach Probleme macht jetzt, weil ich auf BlueStacks 3 geupdatet habe und es hier einfach Probleme gibt jetzt. Dass das nicht so ganz kompatibel ist, ne, wisst ihr? Heiliger Kristall können wir auch immer gebrauchen, sehr gut. Ich hoffe mal, ich hab das gestern geupdatet, also seitdem habe ich keine Kämpfe mehr gemacht. Ich hoffe einfach mal, dass es in den Kämpfen flüssig geht. Wäre ja ärgerlich, wenn nicht. So, hier haben wir was gefunden. Einen der Splitter gefunden, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wo die liegen, also da ist Sternquarz. Perfekt, können wir auch immer sehr gut gebrauchen. Wie gesagt, ich will ja an die 100, ich glaube, ich bin ungefähr an die 60 mittlerweile. Ich will ja an die 100 Sternenquarz kommen, ne? So, wir gehen doch mal hier raus, wo wir hergekommen sind. Wir haben hier alles geholt. Und jetzt gehen wir den richtigen Weg. Oder besser gesagt, wir schleichen den richtigen Weg. Es könnte an diesen Dingern liegen, die hier hochfliegen, ne? Und an dem Dampf und so. Wenn das jetzt immer so ist, dann kann ich mir vorstellen, wird das sehr nervig bei großen Gebieten und ich muss dafür irgendeine Lösung finden. Vielleicht kann ich ja dann wieder BlueStacks 3 deinstallieren, wieder BlueStacks 2 installieren. Das Problem ist, BlueStacks 3 funktioniert eigentlich ziemlich gut bei Future Fight. Viel besser und viel flüssiger. Ich hoffe nur, ich muss jetzt... Brave Exus leidet jetzt nicht darunter. So, wir machen mal Triple Jackpot. Moment, müssen wir doch irgendwas machen hier? Missionen... Ach nee, müssen wir gar nicht. Na gut, dann machen wir Triple Jackpot. Los geht's! Okay, also Triple Jackpot hat schon immer ein bisschen gehangen. Aber ich habe echt das Gefühl, dass das... Also bei mir auf dem Handy hängt das nicht so sehr. Das hängt ein bisschen, aber nicht so sehr. Aber hier momentan hängt das wirklich stark. Das kann nur an BlueStacks liegen, weil BlueStacks generell... ein nicht besonders guter Emulator ist, was Performance angeht, aber der beste, den ich habe im Moment. Für die Aufnahme besser als Nox. Wenn ich mit Nox aufnehme, dann hängt es total. Und dazu kommt, dass die Programmierung des Spiels ja auch eine Rolle spielt. Also, wenn es schon so hakelt. Komm schon, hier ist was. Ich mache mal andere Zauber, jetzt Blitzgar oder sowas zum Beispiel. Weil wir waren ja vorher auch in so einem Kampfbildschirm, in so einem normalen Kampfbildschirm, den hier. Und da hat das nicht so gehangen. Blitzgar auf alle. Ja, es ist schon ein bisschen langsamer, ne? Das merkt man auf jeden Fall. Mal schauen. Es kann sein, mein PC läuft ja auch schon wieder seit 3 Tagen durch, dass das ein bisschen daran liegt. Ansonsten mache ich nichts nebenbei. Runenschwert, sehr gut. Ansonsten mache ich nichts nebenbei, außer eben... So, hier, Flammensplitter halten, perfekt. Außer nur das hier aufzunehmen.
Aber gut, wir kämpfen uns hier durch. Und dann versuche ich mal offscreen eine Lösung zu finden. Flammenschild. Ja, ich habe früher mal, als wir gegen den Feuerdrachen gekämpft haben, gesagt, dass man später ein Flammenschild findet. Das hier ist der. Jetzt haben wir extrem viel Feuerausrüstung. Also, wir könnten theoretisch, wenn wir jetzt nochmal gegen Heilige Flamme Vargas kämpfen oder gegen irgendeinen anderen Feuergegner, wären wir so dermaßen gut vor Feuer geschützt, dass wir praktisch unverwundbar sind. Also, wenn wir doch mal gegen einen Feuergegner kämpfen, da kann uns tatsächlich nur Eis etwas anhaben. Oder, weiß nicht, physische Angriffe, wenn der Typ gar keine Ahnung, wenn der zum Beispiel nur Feuerelemente hat oder so, ne? Dann muss er halt physisch angreifen, ansonsten sind wir quasi unverwundbar. So, ich greife mal normal an, schau mal, wie viele Lebenspunkte die so haben. Ah ja, okay, mit normalen Angriffen reicht es sogar auch ganz knapp. Ja, Ace-Angriffe hängen ja auch ein bisschen. Oh Gott, das war früher nicht. Ich musste echt gucken, dass ich eine Lösung dafür finde, weil das ist echt nervig. Normalerweise lief es immer ziemlich flüssig. Tut mir leid, Freunde, dass das momentan so ist. Ich wünschte auch, es wäre anders. So, Elementarträne. Na gut, wenn wir hier durch sind, versuche ich mal, das irgendwie hinzubekommen, herauszufinden, warum das so hängt. Und mal PC neu zu starten, beim nächsten Mal zu testen. Ich arbeite dran auf jeden Fall. Hier ist das dritte Ding. Komm schon, geh da mal hin. Jetzt gucke ich mal ganz kurz offscreen, was die Belohnung dafür ist, bevor ich das abgebe. Ah, Mist. Das sind 2 Sternenquarz. Okay, also. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ich laufe jetzt mal den ganzen Weg zurück und gebe die Sternenquarz ab. Ich schneide das kurz hier. Ich bin gleich wieder da, Freunde. Dann müsst ihr euch nämlich den ganzen Müll nicht wieder angucken. Bis gleich. So, hier wären wir. Ja, diese Quests sind oft in, diese Exploration- oder Erkundungsquests sind oft damit verbunden, dass man die am Anfang annimmt, bis zum Ende läuft und dann nochmal den ganzen beschissenen Weg zurücklaufen muss. Sorry, aber es ist sehr nervig, vor allem, wenn das so langsam ist hier. Unglaublich, die Flammensplitter. Die Flammensplitter übergeben? Natürlich, übergebe ich doch gerne. Oh, ich bin wirklich dankbar, dass ihr sie mir gebracht habt, aber so wie es aussieht, werde ich hier so schnell nicht wegkommen. Daher würde es euch was ausmachen, sie ins Versteck zu bringen, bitte. Ach, jetzt müssen wir die auch noch ins Versteck bringen. Na gut. Das machen wir aber, wenn wir das hier abgeschlossen haben. Dann bringen wir die ins Versteck. Ich teleportiere mich gerade nochmal dahin zurück, wo wir hergekommen sind. Für euch heißt es, ich schneide ganz kurz. Sekunde. So, wenn man keine Umwege läuft, geht das eigentlich ein bisschen schneller. Eigentlich ist es ja nur geradeaus. Wir befinden uns jetzt hier, wir laufen erst einmal nach rechts. Da ist nämlich eine kleine Kiste. Ist wieder ein kleiner Umweg, aber es lohnt sich für die Kiste. Da drin ist nämlich ein Turbo-Äther. Und Äther kann man immer gut gebrauchen. Ihr wisst ja, wenn einem Kampf das Mana ausgeht, kann das schon ziemlich böse enden. Jetzt laufen wir noch einmal hier durch. Mist, der nächste Kampf. Ich meine, wenn das nur in diesem Gebiet hier so ist, ja, dann ist mir das egal, wenn es ein bisschen hängt. Aber wenn das, dauernd so ist, auch gegen verschiedene Bosse dann, gegen die ich noch kämpfen will und so, ne, das ist schon widerlich. Ja, Hauptsache der Vulkan da hinten ist flüssig. Das ist nur das, was Echtzeit berechnet wird, ne? Das, was Bild ist und so, das ist flüssig. Okay, weiter geht's. Hier runter. Und dann befinden wir uns direkt vor der silbernen Kiste. Mal schauen, was da drin ist. Verschlossen. Und wir machen sie auf, natürlich, mit einem Zauberschlüssel.
Da drin ist ein Rezept für einen Flammenspeer. Ganz genau, ein Flammenspeer. Und das lohnt sich sehr, denn ihr wisst ja, Elementarwaffen kann man immer gebrauchen, in allen Formen und allen Arten. Weil man weiß ja nie, wann man gegen einen Gegner kämpft, der gegen Feuer anfällig ist. Und weil man ein bisschen chainen will. Oh, hier sind Drachen, guck mal. Da kann ich ja mal ein bisschen Triple Jack porterisieren. Siebenmal 35 bis 40.000, das ist enorm gegen Drachen. Dreimal goldenes Ei. Die waren alle schwanger, die haben alle Eier gelegt. Vielleicht waren es auch Männchen, ich will es gar nicht so genau wissen. Wir gehen jedenfalls mal weiter. Irgendetwas nähert sich, oh mein Gott! Und es sind zwei Lindwurms. Na gut, dann mache ich jetzt mal, wo ist es denn, Magiebefehl auf Ace. Ihr wisst ja schon, was das bedeutet. Nur für den Fall. So. Ach, ich habe noch gar nicht Karfunkel gezeigt, ne? Kann ich auch machen bei Gelegenheit. Bei der nächsten Gelegenheit, irgendwann mal. Nur für den Fall, dass die danach irgendwie zurückschlagen oder so. Mache ich mal das hier. So. Jetzt sind wir auf jeden Fall bestens geschützt. Oh, das dauert alles so lange. Das ist ja unglaublich. Naja, dann seht ihr jetzt mal Jackpot Shot. Nicht Jackpot Shot. Das wollte ich gar nicht machen. Wir machen das hier. Triple Jackpot auf alle beide. Los geht's. Ja, ich habe mir schon sowas fast gedacht. Wir haben hohe Verteidigung. Feuerraut bis... Wir kriegen ja nur wenigen Schaden. Dank ihr hier. Dank Ishtola. Und jetzt geben wir ihnen den Rest mit Triple Jackpot. Ich glaube, wir haben alles geschafft soweit hier, ne? Höchstens 4 Leute. Genau. Perfekt. Also, los geht's, Ace. Finish das. Ja, das Sound von dem Laser hat schon aufgehört. Und jetzt kommt erst der Laserstrahl. Das ist schon nervig. Ist mir vorhin schon aufgefallen, als ich mir die ganzen Updates angeschaut habe. Da habe ich aber nichts dabei gedacht. Aber jetzt, wenn ich hier bin, macht mir das Angst. Wir fahren fort. Aber wie ihr seht, gibt es hier nichts mehr zu holen. Das heißt, wir laufen ans Ende und haben das geschafft. Grandios! Ich werde natürlich offscreen dann das Zeug nochmal ins Versteck bringen. Und dafür gibt es dann also diese drei Schuppen. Diese drei Flammensplitter oder was das waren. Flammenschuppen, Flammensplitter, ihr wisst schon. Und dafür gibt es dann zweimal Stern quasi. Es lohnt sich also auf jeden Fall, das zu tun. Ihr wisst ja, was zwei Sternquarz wert sind. Guck mal, wie lange das dauert mit Gebiet beendet, bis wir rauskommen. So, perfekt. Das ist geschafft. Wir kriegen 50 Lapis dafür. Grandios. Damit kann ich dann gleich wieder ein bisschen weiterfahren. Das freut mich sehr. Und dann, Freunde, werde ich hier an der Stelle die Episode beenden. Ich würde sagen, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik, denn ihr wisst ja, ich lese alle Kommentare und beantworte alle Kommentare. Mit den nächsten Episoden, die kommen werden, wird dann endgültig nachträglich quasi die Versammlung abgeschlossen. Dann seht ihr das große Finale der Versammlung. Danach seht ihr... Danach seht ihr den Event, die große Brücke, weil ich habe die große Brücke schon aufgenommen. Aber weil es zwei Folgen sind und ich alles quasi schon durchnummeriert habe, werde ich die große Brücke erst später zeigen. Das bedeutet also, ihr seht jetzt, ihr habt jetzt eine Story-Mission gesehen mit Erkundung. In den nächsten Folgen seht ihr dann den Abschluss der Versammlung. Die Folge darauf seht ihr dann die große Brücke, wie ich das abgeschlossen habe. Das seht ihr dann so am Wochenende, ne? Freitag, Samstag. Und dann dürfte der Event mittlerweile raus sein. Und wenn der Event dann raus ist, dann werde ich, während ihr die zwei besagten Folgen seht, schon mal anfangen, gegen Maxwell zu kämpfen. Und um euch dann rechtzeitig noch am Wochenende oder kurz nach dem Wochenende ein Video zu zeigen, wie ihr Maxwell bekommt, damit ihr alle noch was davon habt. Ich hoffe, ich schaffe es selber. Ich kann euch zumindest die Theorie verraten, wie es funktioniert. Aber ich würde es gerne zeigen. Also, Freunde...
Lasst mir einen Daumen nach oben, da habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne? Ich wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode von Let's Play Final Fantasy Brave Exvius. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.